Mein Name ist Christian Lenz. Ich bin Schulleiter des Kurt-Körber-Gymnasiums, einer spannenden Schule in Hamburg-Billstedt. Wir haben 540 Schülerinnen und Schüler aus über 30 Nationen. 75% unserer Schüler haben einen Migrationshintergrund. Ich selbst habe Physik und Theologie studiert und bevor ich hier als Schulleiter tätig geworden bin, habe ich in der Lehrerfortbildung gearbeitet. Das Besondere an unserer Schule ist das Projekt PEDUcation. Wir haben seit 2010 die Oberstufenschüler mit Tablet-PCs ausgestattet. Diese Tablet-PCs sind persönliche Lernwerkzeuge, die den Schülern zur Verfügung gestellt werden. Seit 2012 realisieren wir ein Bring-Your-Own-Device-Konzept. Wir haben ein flächendeckendes WLAN und durch diese Rahmenbedingungen hat sich unser Unterricht sehr stark verändert. Diese Maßnahmen dienen natürlich nicht dem Selbstzweck, sondern sie haben nur das eine Ziel, Unterrichts besser zu machen. Und deshalb haben wir diese digitale Infrastruktur bereitgestellt, um unsere Unterrichtsqualität zu verbessern, was ich Ihnen jetzt kurz darlegen möchte. Wir sind der Meinung, dass sich Schule einfach verändern muss, um Schülerinnen und Schüler zeitgemäß auf eine Teilhabe und Mitgestaltung einer digitalen Gesellschaft vorzubereiten. Ganz besonders im Mittelpunkt steht die Eigenverantwortung für das Lernen zu übernehmen. Das ist ein sehr großer Schritt für viele Schülerinnen und Schüler. Ich meine, dass die Nutzung von digitalen persönlichen Endgeräten, diesen Schritt sehr gut unterstützen kann. Formen von individualisierten Lernen, von kooperativen Lernen, können gut gemischt eingesetzt werden, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. Und deshalb denke ich, ist das eine wichtige Voraussetzung. Der zweite Schritt ist der Weg hinaus aus der Schule. Außerschulische Lernorte werden natürlich durch die mobilen Endgeräte einfach sehr gut ermöglicht. Wir haben eine Kooperation mit den Firmen Hauni und Still. Die Auszubildenden bilden Teams mit unseren Oberstufenschülern und programmieren und bauen autonome Fahrzeuge. Ein sehr spannendes Projekt auf der Schnittstelle von Informatik, Technik, Ausbildung und Beruf. Der dritte Bereich, die Stärkung der Lehrkräfte, haben wir ganz einfach auch so vorgenommen, dass wir gesagt haben, wir statten das ganze Kollegium auch mit Tablets aus. Ich bin der Überzeugung, dass diese persönlichen Lerngeräte auch eben bei Lehrern die Neugier fordern, die meines Erachtens sehr wichtig ist, um einen lebendigen Unterricht zu gestalten und immer wieder neu zu fragen, wie sieht eigentlich die Lernwelt unserer Schülerinnen und Schüler aus? Was haben wir erreicht? Wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben eine schnelle Internetanbindung, wir haben ein flächendeckendes WLAN, wir haben persönliche Endgeräte bei Lehrenden und Lernenden. Entscheidender ist jedoch, was in den Köpfen abgeht. Wir haben versucht, die Eigenverantwortung auf verschiedenen Wegen zu stärken. Zwei Punkte möchte ich hier kurz nennen. Das sind die Edu-Camps, die wir sowohl mit dem Kollegium durchgeführt haben, als auch mit den Schülerinnen und Schülern. Mit dem Kollegium haben wir in Form eines Edu-Camps eine pädagogische Jahreskonferenz durchgeführt. Es haben sich Gruppen gefunden, die zu den Leitbildbereichen freiwillig arbeiten, weil sie einfach Lust daran haben. Genauso begeistert waren die Schülerinnen und Schüler, dass wir ihnen direkt nach den Sommerferien Platz gegeben haben, zu ihren Themen im Rahmen des Leitbildes zu arbeiten und zu überlegen, was sie in diesem Schuljahr umsetzen können. Was wollen wir noch weitermachen? Wir wollen das Konzept Bring Your Own Device, was ja sehr vielversprechend immer gehandelt wird, auch noch weiter ausdehnen auf die Mittelstufe. Wir hoffen, dass wir Mittelstufenklassen ausrüsten können, auch wenn das Konzept Bring Your Own Device in der Praxis Schwierigkeiten hat. Ein weiterer Punkt ist die Frage nach den Schulbüchern. Das, was momentan auf dem OER-Markt passiert, ist für uns eine sehr spannende Entwicklung und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren da noch weitere Schritte vorangehen werden. Mein Fazit: Erstens, die Veränderung der Lernkultur muss im Fokus all unserer Aktivitäten bleiben. Und zweitens, neue Lernformen brauchen neue Prüfungsformen. Lasst uns deshalb gemeinsam über ein Abitur mit Internetnutzung nachdenken.